Herzlich willkommen bei Nicht-Verzeihen-Peter-Fragen. Ich liefere euch in der Abitur-Vorphase, beziehungsweise ihr meisten sind im Abitur in NRW. Hab gerade heute erfahren, schon die ersten fertig in Rheinland-Pfalz. Aber die meisten sind noch drin, drückt die Daumen. Will ich euch mal ein paar Ideen liefern. Und der Studiengang ist hot, hot, hot. Warum? Durch die Corona-Pandemie. Hier handelt es sich um den Studiengang Gesundheitswissenschaften. Public Health, eine ganz wichtige, zentrale Frage. Da kann ich euch dann auch etwas über Karl Lauterbach erzählen. Der stellt sich ja komischerweise jetzt einmal als Epidemiologe vor. Ist er gar nicht. Der hat an der Harvard University Public Health studiert. Nun müsst ihr nicht werden wie Herr Lauterbach, aber solche Leute sind wichtig, die sich einmischen, die das Gesundheitssystem nach vorne bringen. Und das ist ganz ein breit gefächertes Studium. Das geht um Ernährung, Sport, Entwicklung, Gesundheitswesen, Vorbeugen von Krankenhaften, lebenslange Gesundheit und so weiter. Das alles ist da drin in einem dreijährigen Bachelorstudium, der sowohl in Niederländisch und Englisch unterrichtet wird. Ihr braucht aber dann noch ein NT, müsst da also noch Niederländisch vorher lernen. Aber das ist relativ einfach für Deutsche. Da muss man sich einfach mal kurz vor das Mittelalter zurückbeamen, eine Lautverschiebung zurück und zack, das kann man schon fast Niederländisch sprechen. Es ist sehr, sehr ähnlich der deutschen Sprache. Da kommt man schon mit klar. Gesundheitswissenschaften ist wirklich ein Studiengang, der im Moment wirklich aktuell ist und für alle, die absolut keine Perspektive haben, Medizin zu studieren, ist das, ihr könnt dann immer in dem Sektor sein und könnt da auch ganz viel, viel bewirken. Ihr könnt da mehr bewirken als mancher Oberarzt in einem regionalen Krankenhaus, wenn ihr hier euch engagiert und gegen Krankheiten arbeitet oder auch gegen Epidemien. Guckt euch das an, Gesundheitswissenschaften unten genau beschrieben.